Hey Leute, was geht und willkommen zu einem Gameplay Community auf unserem Kanal. Im Hintergrund seht ihr irgendein Black Ops 2 Gameplay. Und ja, nach etwas längerer Zeit kommentiere ich wieder, weil wir wohnen ja in NRW und bei uns, also ich wohne in NRW und bei uns hat jetzt wieder die Schule angefangen. Und dann ist das immer ein bisschen kritisch, so halt zu kommentieren. Deswegen, also es wird jede Woche ein oder zu 90-80% jede Woche trotzdem ein Gameplay-Commentary oder so halt oder Live-Commentary kommen und ja, daran wird sich nichts ändern halt. Wir müssen halt nur die Zeit finden. Bei uns ist nämlich jetzt schon wieder extrem warm und es fuckt einfach ab. Ich hasse es, wenn es extrem warm ist. Das ist einfach unerträglich. Aber naja, ich habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt und hatte Lust zu kommentieren, ja. Also ich habe jetzt momentan auch von einem Kumpel die PlayStation 3 ausgeliehen bekommen. Also wenn ihr Lust habt und mit mir auf PS3 zocken wollt, von den Abonnenten, die halt PS3 haben, können wir können in die Kommentare ihr Gamertag schreiben und ich werde sie dann adden. Und ja, also worüber ich halt eigentlich reden wollte ist, ja, Schule fängt wieder an. Zumindest bei uns. In anderen Bundesländern haben ja viele irgendwie noch 3 Wochen oder 4 Wochen, keine Ahnung, Ferien und mich fuckt's einfach ab. Okay, wir hatten zwar früher Ferien, aber jetzt wieder Schule ist einfach scheiße. Und einfach die Lehrer wieder zu sehen, das ist einfach so schrecklich. Man, natürlich, ein bisschen chillig ist schon wieder zur Schule zu gehen. So, dann sieht man wieder seine alten Klassenkameraden mal und kann man mit denen quatschen oder so. Natürlich, man hat auch Kontakt in WhatsApp, aber also ein Real mit denen zu quatschen ist was komplett anderes. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, bevor ihr fragt, bei uns werden jetzt noch keine Black Ops 3 Gameplays oder so kommen, weil ich oder Marco noch keine Xbox One oder PS4 oder so haben und wir deshalb auch noch nicht die Beta von Black Ops 3 gezockt haben oder irgendwie generell Black Ops 3 gezockt haben. Deswegen müsst ihr halt noch warten. Ich werde mir auf jeden Fall zum späteren Zeitpunkt, so kurz vorm Release oder am Release von Black Ops 3, werde ich mir halt die Xbox One holen und halt dafür auch Black Ops 3 und dann werden auch Black Ops 3 Gameplays kommen, wenn das Spiel halt sehr gut ist. Natürlich werden auch dann so öfters Black Ops 3 Gameplays kommen, weil Black Ops 2 kann, glaube ich, kein Mensch mehr sehen und ja, ich spiele in der Zeit selber gar kein Black Ops 2 mehr. Das liegt generell schon daran, dass mein Black Ops 2 auf der Xbox kaputt ist und ja, es ist einfach, die Lobbys haben mich einfach zu hart aufgeregt, das ist einfach, ich werfe da einfach nur noch die Controller in letzter Zeit, es geht einfach nicht mehr. Ich, normalerweise habe ich mich ja beruhigt, früher war ich extrem krass, da habe ich mich immer aufgeregt und dann eine Zeit lang gar nicht, aber wenn ich jetzt wieder Black Ops 2 auf Xbox spielen würde, ich werfe einfach da auf den Controller. Natürlich, jetzt habe ich ja auch eine PS3 und kann sagen, das ist nicht unbedingt einfacher auf PS3 Gameplays zu erspielen. Man findet ja einfach nur schneller Lobbys. Wenn man so eine Noob-Lobby auf Xbox hat, dann natürlich, dann geht's auch. Dann kann man auch was reißen. Aber es sind nur 40.000 Leute oder so auf Xbox Online, während auf PlayStation 3 irgendwie 150.000 Leute online sind und da kann man halt viel einfacher Lobbys finden. Die Gameplays zu erspielen ist nicht einfacher, aber ist halt bei keinem einfacher oder schwerer zu erspielen, weil das kommt einfach mal an. Auf PS3 finden einfach nur schneller Lobbys, deswegen ist es unnötig, wenn Leute sagen, auf Xbox halt Gameplays zu erspielen, Noob-Lobbys ist schwieriger, weil es ist einfach nicht so. Aber PS3 macht momentan schon ein bisschen Spaß, Black Ops 2 zu spielen, weil man dann noch eine Chance hat. Also wie gesagt, Gamertags in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, mit mir zu zocken. Und ja, also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare auch noch schreiben, wie oder wer aus NRW kommt und bei wem jetzt auch Schule anfängt oder angefangen hat und da einfach keiner drauf Lust hat. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.